Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, wir müssen unser Auto wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und dann geht's gleich nach draußen. Ein Offroad-Reifen, der platt ist, das ist aber doof. Können wir den noch hier unterbringen? Im Regenerator. Ja, das sieht gut aus. Hilft hoffentlich auch gegen Plätte. Und hier unten haben wir ja eigentlich einen Ersatzreifen. Her damit. Sehr schön. Können wir randengeln und dann habe ich in der Zwischenzeit gegoogelt, wie man hier diesen Sticker wegkriegt. Und es gibt so einen Farbentferner, mit dem soll das auch gehen. Müssten ja eigentlich auch da haben. Nee, Burnt Orange, roter Lack, orangener Lack, lila Lack, nee, roter, grauer, immer grüner Lack, blaugrüner, grau, weißer, hellblau. Ja, dieses Arbeitsmittel. Arbeitsmittel wird ausgerüstet. Macht die rote Farbe doch auch weg, aber die Sticker auch. Sehr schön. Dann rein damit. Und ich hätte gern weißen Lack tatsächlich. Grauer Lack können wir mal ausprobieren. Also rot-grau, so stelle ich mir das auch ganz cool vor. Nee. Nee, das war's nicht, glaube ich. Das war's nicht. Das sieht nicht gut aus mir. Vielleicht mit einer anderen Zweitfarbe. Ach, müssen wir mal uns überlegen. Also, da ist grauer Lack, das ist hellblauer Lack, das ist Arbeitsmittel, das kommt hier rein. Hellblau, 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 rot, burnt orange, rot, orange, lila blassblau, blau-grün, okay, grau-weiß, grau-weiß, hat man das nicht gerade oder war das irgendwie, nee, das war grauer Lack. Wir versuchen es mal mit hier blau-grün und grau-weiß. Vielleicht kriegt man was Schönes hin, wer weiß das schon. Was habe ich gerade ausgerüstet? Grau-weiß, gut. Na, das sieht schon ein bisschen besser aus, wenn wir jetzt das andere ausrüsten. Gar nicht so schlecht, aber ich glaube, wir machen ja die Grundding grün. Den Rest dann ein bisschen weiß. Ah, ich bin mir nicht sicher. Also noch gefällt es mir nicht, aber muss es ja auch nicht unbedingt. So. Ich glaube, es wird eher schlimmer als besser. Und was ist, wenn man jetzt die per se... Ja, das sieht jetzt ganz furchtbar aus. Das sieht irgendwie ganz furchtbar aus. So, wir können ja ein bisschen rumexperimentieren. So, schön wäre natürlich, wenn das anders aussehen würde. Gut, passender Lack, passender Lack. Ich bin nicht überzeugt. Nehmen wir nochmal blau-grün für die Motorhaube. Ja, könnte was werden. Wenn man hier noch das entsprechend alles weiß macht. Die Stoßstange müssen wir, glaube ich, nicht einfärben. Nee. Wenigstens etwas. So, dann wissen wir später auch, wenn wir zwei Sets an Autoteilen haben, was ungefähr zusammengehört. Ja, das Grau-Weiß sieht halt ein bisschen komisch aus. Na, der Blauton gefällt mir. Wäre natürlich mit orangenem Lack auch ein Versuch wert, wenn wir nur das vordere Orange machen. Ja! Wird der Rest jetzt nicht so dämlich aussehen? Vielleicht hinten noch? Nee, das sieht ja alles. Sieht ja alles furchtbar dann aus. Und das Chassis. Das ist wieder schlimmer geworden, oder? Obwohl, ja, ein bisschen schlimmer ist es geworden. Das vorne gefällt mir. Hier irgendwie, der Teil sollte nicht, naja. Wenn wir das Stahlblech irgendwie einfärben, dann sieht es nicht ganz so merkwürdig aus. So. Ich würde sagen, das geht besser. Aber... Wir sind erstmal zufrieden, können uns jetzt nicht die ganze
folgelang damit aufhalten. Wir haben auch Karmesinrotenlack, interessant. Weiße Streifenkleber nehme ich nochmal mit, vielleicht ohne Zahlen. So, wunderbar. Die könnte man jetzt theoretisch oben machen, aber ich lasse es. Wie sehen die denn seitlich aus? Lasst mal schauen. Nee, lasst nicht schauen. Dann kriege ich die immer so schwer weg. Das reicht ja erstmal. Schwarze Streifen braucht man nicht. Dann haben wir alles hier erledigt. Wie geht's hier denn, Autochen, so insgesamt? Schauen wir mal hier nach. Scheinwerfer in keinem guten Zustand. Das macht Sinn, da sind gar keine dran. Wie viel kosten die denn? Nicht so viel. Oh, die kosten Glühbirnen, aber die kann ich ja ganz einfach herstellen. Na gut. In die Hand damit. Stoßstange braucht man natürlich auch. Dachte, ich hätte noch eine gemacht. Ist die rausgeplumpst? Hier liegt eine Stahlplatte. Nehmen wir gleich mal auf. Du gehörst doch hier zum Reparieren. Passt nicht mehr. Du passt einfach nicht mehr. Ja, aber der Reifen wäre ja billig. Die Stahlplatte ist es nicht. Ja, ist egal. Können sie schließen? Ja, soll sie halt da liegen bleiben? Hä? Du sollst drin bleiben. Echt keine zweite Lampe gemacht? Na gut. Mach mal's halt jetzt. So, jetzt aber. Hä? Glühbirne? Ja, Scheinwerfer. Scheinwerfer. Gut. Irgendwas hat da nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, dann schauen wir mal nach Stahl, Stoßstangen. Verfeinern, Metallschrott. Nicht genug Ressourcen insgesamt. Also Bleiplättchen fehlen. Ja gut, das können wir herstellen. So, Stoßstange. Nicht, dass wir uns stoßen wollen, aber die brauchen wir trotzdem. Sieht gut aus. Und dann haben wir noch einen Platten. Sieht wieder so schräg. Ja, wir haben noch einen Platten. Ah, aber so viele Ersatzreifen habe ich doch nicht. Oh, da wäre auch ein Scheinwerfer drin. Vielleicht. Nee, den kriegt man nicht mehr rein. Dann bleibt da einfach kurz mal hier drin. Ja, die Krimskramskiste befülle ich damit. Ja, irgendwas piepst hier noch sehr aufdringlich. Aufklebertarnung, Aufkleberkit nicht heute. Gut, hier können wir auch nichts machen. Autoreifen, Autoreifen, Autoreifen. Bald ja eh hier diese Geländereifen machen. Carbonglasfaser. Und das braucht Baumbonbon. Wo kriege ich einen Baumbonbon her? Impulsemitter. Aha. Minus 2. Was macht das nochmal? Generator erschwert es vielen organischen und elektroorganischen Wesen, sich am Auto festzukrallen oder es zu beschädigen. Das ist natürlich praktisch. Da habe ich irgendwo einen, aber ich weiß nicht wo. Wo mache ich den denn fest? Wahrscheinlich an so einem seitlichen Gestell, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, dass wir noch ein seitliches Gestell wenigstens hinbekommen. Wo? Wie? Ich dachte, es war irgendwo hier, nicht bei Werkzeug. Da, seitlicher Stauraum. So viel wie es geht. Ist ja billig. Und ich glaube, wir können 4 Stück davon randingeln. Oder nicht? Nur ein? Nein, das kann doch nicht sein. Ich dachte, da gingen 4 insgesamt dran. Das ist jetzt aber doof. Und wie mache ich den fest? Weitere Infos. Heckstoßstange, Frontstoß. Ist das eine Stoßstange? Wieso steht das dann nicht unter Stoßstangen? Ah. Okay. Dann haben wir aber die das gleiche irgendwo nochmal, glaube ich zumindest. Hier drin? Nö, dann haben wir es nicht nochmal.
Echt, ich kann nur einen seitlichen Stauraum. Mir hat's doch beim Installieren vom ersten so viel angezeigt. Ach, das ist jetzt schade. Dann lagern wir die erstmal zwischen, würde ich sagen. Bis wir vielleicht mehr machen können. Vielleicht geht auch mehr und ich krieg's gerade einfach nicht getriggert. Weil das wäre ja dämlich, wenn man es nur an einem Ding hinsetzen könnte. So. Größerer Spind. Ja. Will das doch einfach reintun. Achso, da ist was drin. Konnte ich es deswegen nicht ranmachen? Nö. Keine Ahnung. Rein mit dir. Und hier nochmal das gleiche. Rein mit dir. Na gut, wenigstens aufgeräumt. Gelände, Reifen. Kann man nicht machen. Und der neue Motor braucht auch noch. Oh, der braucht Gasflaschen und Thermosaftkristalle. Carbonglasfaser. Kann man nicht machen. Na gut. Wie geht's dem Auto? Batterie so mittel. Laden wir nochmal auf. Nur 2 von 4 Reifen, das stimmt. Ich brauche ein Abdichtkit. War ja relativ billig. Und dann machen wir am besten auch noch so einen Verschrotter. Brauchen wir auf jeden Fall. Schweißbrenner. Sumpfeier, 80 Stück. Eieieiei. Plasmaladegerät nehme ich mal mit. Abdichtkit, da ist es ja. Und auf den richtigen Reifen zielen. Sehr schön. Ich mag das. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier. Hinweis für 0,5 Energie. V untersuchen. 3 Hinweise gefunden. Schalthebel. Radio. Schaltet sich ein. Eine Fähigkeit. Hinweis. Armaturenbrett, eine beliebige Autotür, Scheinwerfer, schaltet sich ein oder aus, heller, dunkler, flackert vielleicht, mir noch nie aufgefallen. Schauen wir mal, wie viel wir richtig haben. Okay, schaltet sich ein ist richtig. Das erste ist schon mal falsch. Irgendwas schaltet sich ein. Scheibenwischer schaltet sich ein. Und dann hier Scheinwerfer. Nee. Oder hier eine beliebige Autotür. Alle Autotüren. Armaturenbrett. Tacho versagt. Tankanzeige versagt. Das hat man mal. Falsch geraten? Ich dachte, schaltet sich ein, war richtig. Na gut, dann müssen wir hier beim Scheibenwischer. Ich verstehe das System hier echt noch nicht. Schaltet sich ein oder aus? Wir können ja genügend raten. Armaturenbrett. Ja. Okay, das war immer noch falsch. Okay. Hab hier noch ein paar Versuche. Bleibt an, bleibt aus, fährt nach links. Mein Scheibenwischer fährt nach links. Probieren wir es mal. Nee, Armaturenbrett. Nein. Armaturenbrett. Was hatte ich? Tacho versagt. Nee, Tankanzeige versagt. Mist, was ist denn das mittlere? Wieso ist die Navigation so schwierig? Scheibenwerfer bleibt an. 4-mal können wir noch raten. Oh, okay. Richtig geraten. Ja, mehr tue ich hier auch nicht. Okay, und nur was? Lösung. So, ein Elektriker-Kit kann ich immer noch nicht machen. Okay. Sonst noch eine Störung? Schalthebel. Ist in Dauerbetrieb? Wie kann ein Schalthebel in Wechselparkstellung, würde ich mal sagen.
an alle Autotüren, eine beliebige Autotür, Scheinwerfer, muss das zusammenhängen? Scheinwerfer schaltet sich ein. Eins richtig. Eins richtig. Okay. Dann schauen wir mal. Schalthebel ist in Parkstellung. Dann macht eigentlich der Scheinwerfer nichts. Okay. Wechselt in Dauerbetrieb. Schaltet sich ein oder aus. Ist in Parkstellung. Wechselt. Ich glaube, so langsam verstehe ich es ein bisschen. Wechselt in Parkstellung, ist in Parkstellung. Und was passiert dann? Armaturenbrett. Alle Autotüren. Eine beliebige Autotür. Nee. Scheinwerfer macht eigentlich gar nichts. In der Parkstellung. Ich weiß nicht, was da auftaucht. Schaltet sich ein oder aus? Dann würde ich sagen, Armaturenbrett. Kompass versagt. Wir können ja raten. Okay, Armaturenbrett war richtig. Ich kann noch ein bisschen raten. Okay. Ist in Dauerbetrieb. Armaturenbrett, nee, will ich nicht. Ich kann noch zweimal raten hierfür. Armaturenbrett flackert. Ah, noch einmal kann ich raten. Und was passiert dann? Letztes Mal raten. Wechselt in Parkstellung, würde ich mal nehmen. Armaturenbrett schaltet sich. Danke, Tacho versagt. Schaltet sich langsamer ein? Das macht gar keinen Sinn. Mist. Falsch geraten. Na gut. Du kannst nicht noch einmal raten. Oh, das ist Pech. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Noch ein platter Reifen. Nee, was ist das? Mechaniker-Kit, der ist locker. Ah, ich bin doch auch ganz locker. So, Mechaniker-Kit, da haben wir ja noch eins. Bevor wir unterwegs stehen bleiben, so. Jetzt sollte aber alles passen. Mechaniker-Kit wird aufgebraucht. Batterie lad mal. Auto ist heil genug. Ja, Werkzeugkammer, vielleicht nochmal so ein Ding zum Abspringen. Da hätte ich gern die nächste Stufe von, können wir vielleicht noch nicht machen. Plasmaladegerät habe ich noch nicht, ich dachte ich hätte eins gemacht. Das sieht richtig aus. Das tun wir auch mal hinten rein, nicht in die Werkbank, sondern einfach hier. Wunderbar. Das braucht man dann auch eher hier. Und dann Werkzeuge. Auf jeden Fall Brecheisen nachmachen. Impulshammer haben wir noch. Und ein Reparaturkit. Ist zwar teuer wie Sau, aber besser eins dabei haben, als eins dabei brauchen. So. Ich würde sagen, das sieht jetzt gut aus. Den bewahren wir auch erstmal hier auf, bis wir ihn brauchen. Staubsauger kann drin bleiben. Ja, hier mit der Ordnung ist schon schwierig geworden. So, braucht man noch irgendein Werkzeug oder kann man aufbrechen? Impulshammer habe ich jetzt gar keinen gesehen. Was sind meine Impulshammer? Eine berechtigte Frage. Machen wir auf jeden Fall mal einen mit. Kommt der halt da rein? Keine Ahnung, wo der hin ist. Na gut, weiter geht's. Route plotten. Hier nochmal überprüfen, ob alles drin ist, was rein soll. Ja, das mit dem Reifen ist jetzt echt schade, dass der hier die Stahlplatte blockiert. Ansonsten. Ah, kann es Tor zu machen. Interessant. Das brechen wir hier gleich mal auf. Muss uns ja nicht immer den Weg versperren. Hui. Mülltonnen der Gaben. Gib mal ein bisschen was. Aha. Was ist denn das? Baumbonbon. Daher bekommen wir die also. Dankeschön. Und so viel Stahlblechs.
Ja, eine klasse Mülltonne. So eine hätte ich auch gern. Also bei mir kommt nur Mist rein. So Stahlblech dahin und die Bonbons auch. So, dann Batterie ist jetzt voll. Dann wählen wir mal eine Route. Wo soll es hingehen? Da oben. Das sehe ich im Moment noch anders. Was haben wir hier? Extreme Bedingungen. Fahr mal doch mal hier hin. Das ist doch ein schönes Ziel. Bisschen Ressourcen, bisschen looten. Bisschen hoffentlich was Anomales scannen. Paar Bonbons finden. So. Wunderschön gestartet. Okay, zwei Reifen leuchten etwas blasser blau als die anderen zwei. Bestimmt, weil sie nicht komplett hundertprozentig fit sind. Na gut. So, irgendwie müssen wir auch noch rausfinden, wie wir ein wie wir ein Elektriker-Kit machen. Das haben wir jetzt schon öfter gebraucht. So. Hohe Instabilität. Nein, ich halte wieder auf halbem Weg an. Ich will doch zum Ort der hohen Instabilität. Da sind so schöne Sachen immer drin. So. Na, auf Batterie können wir noch ein bisschen verzichten. Beziehungsweise auf die Lampen. Ich habe sie jetzt trotzdem angemacht. Es verzieht sich ja. Und bei dem regnerischen Wetter in der Witterung sollte man, könnte man ja die Scheinwerfer anmachen. So, da wieder Rechts-Links-Schwäche. Ja. Und wir haben wieder Radio. Ist das nicht schön? Und zwei Türen sind offen? Nö. Gut, wir müssen einmal auf die Steuerung schauen, wie das Radio denn ausgeht. Ich vergesse immer, das nachzuschauen. Gas geben, bremsen, Fähigkeit, Radio lauter, Radio leiser. Radio leiser wird auf jeden Fall helfen. Hupen mit U. Aha. So funktioniert's also. Haben wir das auch mal geklärt? So, keine Ahnung, was das Warnsymbol bedeutet. Ach, hinten ist eine Tür offen. Macht doch nicht einfach automatisch deine Türen auf. Nein, Rechts-Links-Schwäche. Ja. Nur ein paar Errors, nichts, mit dem wir nicht klarkommen. Hallo? Ist jemand da? Wenn du das klären kannst, ich bin in Sektor E. Ich denke, ich bin. Ich ging meinen Hund entlang der Night Beach Trail. Oh, das ist gruselig. Und es sind 3 Tage. Ich weiß nicht, was zu tun. Mein Hund versucht, in diese gelbe Tür in den Wald zu gehen. Es gibt mehr Backgrillen. I don't wanna go in there. Please help. Ich brauche ja auch Hilfe hier. Ja, Radio kann gern aus erstmal. Toll, jetzt sind die zwei rechten Türen auf. Was habe ich dir denn getan, Autochen? So. Dann sind wir aber hier gleich durch und kommen ins hohe Energie, instabile Gebiet. Nein, hier liegt ja Instabilität schon auf dem Boden rum. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. So, zwei Gebäude vor uns. Können wir ja nochmal anschauen. In einem soll zumindest ein bisschen Chemikalien sein. Oh, das ist schon so instabil. Da gehe ich nicht rein. Das geht nur auf die Gesundheit. Dann fahren wir weiter. Haben ja noch genügend Möglichkeiten im nächsten. In der nächsten Zone was einzusammeln. Ja, würde sagen, das ist ein guter Plan. Weiter geht's. Jo, dann lad mal schneller, sonst muss ich das hier skippen. Und das finde ich immer so schwierig in meinem Schneideprogramm. So. Da sind wieder Antennen, aber die haben ja noch nie jemandem was gebracht. Hier sind extreme Bedingungen. Gut, ich bin ein extremer Typ, aber Verräter gibt's hier. Haarsträubendes Tempo, okay.
Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Wir fahren mal einfach weiter. Energie haben wir natürlich gerade gar keine im Auto. Das heißt, falls wir schnell zurück wollen, müssen wir was einsammeln. Aber so viel stabile Anker gibt es hier gar nicht. Vor allem nicht so viel große, wo es sich ja wirklich lohnen würde, dafür anzuhalten. Tja, das ist halbwegs gut gegangen. Behaupte ich einfach mal so. Ein Geschwindigkeitsmodul können wir gern nutzen. Hui. Ja, ja, ja. Nein, nicht das nächste. Eins reicht erstmal. Ich würde sagen, eins reicht erstmal. Wir fahren noch richtig. Das ist richtig gut. Können natürlich auch mehr Querfeld einfahren. Bin ein bisschen enttäuscht von dem Loot. Bis jetzt ist das nicht ein gutes Häschen. Ein Häschen der Vernunft oder ein Häschen der... Was bist du? Was bist du für ein Häschen? Du bist ein staubiges. Was machst du? Fragment eines Schulungsfilms. Ja, bla bla bla. Okay, die staubigen sind wahrscheinlich diese gelbe Instabilität. Die wollen wir nicht auf dem Auto. Den Sand kriegt man nie raus. So, dann wollen wir einfach mal weiter. Uiuiui. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gescannt. Doch, das ist einfach hier. Na gut. Ja, die Zone ist schon ordentlich instabil. Kann man nicht anders beschreiben. Wir versuchen einfach mal hier links vorbei, uns vorbei zu quetschen. Schlimmste ist ja schon hinter uns. Hui! So. Dann schauen wir mal, dass wir einfach weiter können. Der. Der Straße folgen. Na, durch die Zone sind wir aber ordentlich geschritten. Haben allerdings auch bis jetzt noch keinen nützlichen Loot bei uns. Ja, ein bisschen schade. So, dann wollen wir mal da ins unergründete Gefilde gehen. Mal sehen, was wir da so bekommen. Erhöhte Strahlenwerte tiefer im Sperrgebiet als höhere Strahlen. Ich bin nicht überrascht. Gut, wir sind da und dann nehmen wir den Anker gleich mit. Vielfache Fehlfunktion. Ja, das ist nicht gut. So, jetzt gib mal hier ein bisschen Stoff. Ich will was looten. Also ganz umsonst fahre ich ja hier nicht raus. Irgendwas muss das uns bringen. So, hier ist... Haben wir die Anomalie schon entdeckt? Das sind so wabernde Waber-Dinger. Schauen wir einfach mal nach. Belohnung für Zeitfahren? Was? Was ist das hier? Boah, ein bisschen Loot nehme ich mit. Und die konnte man nicht öffnen? Nö. Bin etwas irritiert, was es ist, aber gut. Kann ja auch mal irritiert sein. Das wird ein normaler Entführer sein. Den müssen wir, glaube ich, nicht nochmal scannen. So. Sei denn, der entführt uns. Aber da sind wir ja viel schneller. Sind wir nicht. Ja, zumindest passiert uns nicht so viel Schlimmes. Wollte ich sagen. Hui. Danke für die Mitfahrgelegenheit. Ih, was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Was bist du? Ah, du bist ein zottliger Zerhacker. Hallo? Wo sind meine Fackeln? Nein! Entschuldigung, Auto. Ich brauche die Sumpfeier. Ganz, ganz viele. Ah, schön absumpfen hier. Wusste doch, der Staubsauger lohnt sich. So,
Hier haben wir natürlich auch noch primitive Platten und so ein Gedöns. Braucht man, glaub, gerade nicht. Ich hoffe, meinem Auto geht's nicht zu schlecht. Was macht ihr denn? Wieso gibt's hier Schmetterlinge? Seid ihr positiv oder negativ? Neutral bis jetzt. Na gut. Noch mehr Schmetterlinge. Hui. Okay, hinten ist ein bisschen was kaputt. Na gut. Aber lootmäßig echt nicht viel passiert heute. Da ist noch so ein Zerhacker. Und da ist eine Brücke. Wo kam die denn her? Einfach aus dem Nichts, weil ich nicht auf die Straße geachtet habe, sondern auf die Minimap geschielt habe. Warum auch immer. Das Ziel habe ich ja schon vor mir gesehen. Oh, ich habe nee, ich habe keinen Reifen verloren. Ich dachte gerade. Also immer ein Fehler, wenn man denkt. So. Nicht einsinken. Okay, du fährst weiter. Kann man machen. Nehme ich. Ja. Wo geht's dann hin? Ich glaube, das ist eh die letzte Zone, wo wir sind. Dann können wir die noch einsammeln hier. Dann sammeln wir wenigstens ein bisschen Energie ein. So, da nach oben. Kannst mich gern nach oben ziehen, wenn du willst. Hui! Weiter, 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 weiter. Sind ja ganz nützlich ab und zu, die Dinger. Jetzt kannst du loslassen. Jetzt hättest du es loslassen können. Übertreiben müssen wir es auch nicht. Wo sind meine ganzen Fackeln? Lasst mich mal in Ruhe. Keine Fackeln. Mist. Nein! Nicht mich wegziehen! Dann lass mich in Ruhe. So. Rein damit. Kann ich nicht meine... Habe ich nicht eine Stoßstangenfunktion? Im Impulsemitter. Okay. Was ist das für eine Taste? Na, mir in Ruhe. Nein, ich hab's Auto ausgemacht. So. Schön. Jetzt lassen die mich in Ruhe. Jetzt können wir weiterfahren. Wir haben hier irgendwo auf der anderen Seite noch so ein großes Ding. Fahren wir da mal hin. Können gerade eh nicht in die Portale. So, die betteln sich, das ist gut, da freuen wir uns. Wenn zwei sich streiten, können wir uns freuen. Wenn wir irgendwie noch heil hier rauskommen. Aber bis jetzt bin ich voller Hoffnung. Und zumindest für diese labile Energie lohnt sich das. Für alles andere so mittel. Vor allem, wenn das Auto dann wieder kaputt geht. Weiß gar nicht, warum das kaputt gehen sollte. Ist doch hier butterweich die Fahrt bis jetzt. So, au, 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 au. So. Und für die Anomalie hat sich's natürlich auch gelohnt. Schwerkraftverlust, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Hui. Und direkt, ja, das war abzusehen. Das war nicht abzusehen. Bin trotzdem nicht begeistert. So. Ja, Scheibenwischer. Brauche ich gerade nicht, aber danke der Nachfrage. Schau, wieder ein Radiosignal. Wofür denn das? Was bist du jetzt hier? Hast du Baumbonbons für mich? Neon... Thermaler Staubsauger habe ich nicht. Ich habe einen normalen. Sumpfkorallen, okay. Kann man machen. Ja, ja, Radio, ich weiß. Du hast immer was zu melden. So, dann sind wir gleich am nächsten Instabilitätskern. Und dann können wir auch eigentlich schon raus, wenn wir den eingesammelt haben. Wir müssten ja mit ein bisschen positiver Energie aus der Sache rausgehen.
Und ich will mich nicht nochmal entführen lassen. Ist sehr gut hier. Über Stock und über Stein. Nein! Was ist denn jetzt los? Zu steil. Einfach zu steil, glaube ich. Hui. So. Oh, da ist ein Truck. Na, das hat sich gelohnt. Manchmal verstehe ich die Schwarzblende nicht. Wir schauen hier erstmal rein. Primitiver Scheinwerfer brauche ich nicht. Leiterplatte ist ganz gut. Nehme ich mal mit. Zahnrad ist eigentlich auch ganz nützlich. Neun. So, ich habe doch hier diesen erstmal Handbremse und... Reicht es? Wollt ihr noch mehr auf die Fresse? Ich habe leider keine Fackeln dabei. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. So. Tun wir mal da rein. Was? Wieso klaut ihr mein Zeug? Jungs! Und mein Zeug! Ich glaub's ja nicht. Einfach mir den Impulshammer gemopst. Wer macht denn sowas? Nur Ärsche. So. Energiehammer. Bin doch im Drive-Modus, oder? Na gut. Dann gehen wir mal in Richtung Straße. Ja, ja, sehr ominöse Klänge hier schon wieder. Beziehungsweise in Richtung von dem Portal. Oh, können wir auch schon verknüpfen, denke ich. Da ist es ja. Ah, vielleicht wäre ein bisschen näher klug gewesen. Vielleicht wäre ein bisschen näher klug gewesen. Einfach am Ufer lang. Wird schon schief gehen. Bis jetzt haben wir alles überlebt. Hab nicht vor, das zu ändern. Oh je. Oh je. Wir sind aber gleich aus dem Wasser draußen. Nur noch das Stück Wasser und dann wird's hoffentlich schneller. Wieso immer so so schnell zusammenziehen? Hab dem Spiel doch nichts getan. Außer, dass ich mit dem nicht angestellt habe. Ich hätte echt warten sollen, bis wir nah genug dran sind. Wo ist es denn? Da gerade, es wäre verschwunden. Mist. Leitplanke. Mist. So, das muss man jetzt im richtigen Winkel erwischen. Hui. Komm schon. Tu was für dein Geld, Auto. Rückwärts. Rückwärts rein. Oh. Oh. Ein Glück. Ein Glück. Und 3,6 instabile Energie haben wir mitgenommen. Ah, collecting quirks out there, are we? Ich hoffe nicht. I guess that's one way to entertain yourself. Was sind für Quirks? Die Stoßstange aus Stahl hätten wir doch hinten ran machen können. Ah, ich krieg auch nichts hin. So, bevor wir es vergessen. Bevor sie despawnt oder sonst was passiert. Habe ich das Auto diesmal ausgemacht? Nö. Machen wir es vielleicht mal aus. Sehr schön. Einmal hochheilen. Und dann, wo geht's als nächstes hin? Ich würde sagen, wir versuchen beim nächsten Mal hier hochzukommen. Ja, Ressourcen haben wir ein paar bekommen. Nicht so viele, wie wir brauchen, aber es reicht vielleicht für ein
irgendwas. Na gut, das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich mache hier mal zu, das stürmt ja wie sonst was. Genau, ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.